Können wir jetzt das gegenüber voneinander schlafen? Hell, bon appetit. Okay. Gibt es auch ein dunkles? Dunkles Gelb? Grasgrün. Gibt kein Dunkelgrün. Schade. Dunkelgrün wäre cool gewesen. Machen wir mal hier. Fressmatte. Napfmatte mit Muster. Okay. Ne, irgendwas Helles. Hier gibt es jetzt Dunkelgrün oder was? Okay. Das passt schon. So. Zweimal Napf. Okay, automatischer Hundefutterapparat Durelo. Machen wir den mal grün? Wie genau funktioniert das jetzt? Ich kaufe jetzt erstmal und umstellen kann man es dann immer noch. So. Ja, frisst du mal. Und das da ist automatische Hundetränke. Der frisst jetzt einfach mal gnadenlos. Der Hund ist ja geil. Ah ja, wir bauen es hin. Passt schon. Na, komm mal her. Du hast doch gerade gegessen. Na, komm mal her. Hast du jetzt genug gegessen, Junge? Anders als bei Katzen ist das Hunden, glaube ich, egal, ob das Wasser und das Futter nebeneinander steht. Aber bei Katzen ist es tatsächlich so, dass die Probleme haben, also viele trinken schlechter, wenn das Wasser direkt beim Fressen steht. Weil Raubtier. Das ist instinktives Hygieneding. Okay, ich kann den Hund damit durch die Gegend kicken. Auch gut. So. Noch ein Gummihühnchen. Was haben wir hier noch? Okay. Noch ein Hunde. Ein Hundeball. Oh. Ui. Okay, ist vielleicht doch auch für Katzen. Aber Katzen mögen es normalerweise warm und sie gucken gerne aus Fenstern raus. Also stellen wir das Ding doch einfach mal hierher. Hm? Können sie hier mal rausgucken und dann ist es noch schön warm. Doch super. Dann müssen wir aber ein Trinkding irgendwo anders hinstellen. Und ein Futterding woanders hinstellen. Damit die Katzen auch freiwillig fressen. Oh, so eine Mäuserennmaus haben wir auch. Kann man das da draufstellen? Kann ich das da drauflegen? Nee, leider nicht. Das wäre es jetzt noch. Spielzeuggarn. Solange es kein echtes Garn ist. Katze beim Tierarzt wegen komischer Schnur ist aus wie eine... Huch. Okay. Der Hund hat sich wieder hingelegt zum Pennen. Muss vielleicht nicht unbedingt rosa sein, oder? Ein schönes Haubenklo. Oh, das ist aber nur für sehr kleine Katzen. Ich glaube, bei den Hundebetten ist das Katzenklo. Der Raum ist so klein! Verdammt! So. Das Hundeding vielleicht mal hierher. So. Bon Appetite für die Hunde. Und Bon Appetite für die Katze. So, ein zweites Klo und da machen wir vielleicht mal Babyblau und stattdessen das Ding so. Ich
hatte tatsächlich auch mal solche Haubenklos, bis ich festgestellt habe, dass meine Kater Eckenpinkler sind und in die Ränder von den Dingern reinpinkeln können. Das war ein bisschen blöd. Eine Pipi-Matte. Für Hunde. Na, kommst hier rein, steigst erstmal ins Pipi rein. Sehr gut. Musterteppich. Oh. Ja, das kommt definitiv hier zu den Betten dazu. Wuff. Zweibeinhocker. Ach, mit Sisal zum Kratzen. Ist gar nicht blöd. Man kann sie dann gegebenenfalls dahin. Ach so, das für die Katzen ist wiederum eigen. Ach du meine Güte. Okay, die Katzen kriegen ein eigenes Ding. Das ist kleiner. Okay, gut. Auch okay. Auch okay, es gibt Hunde- und Katzendinger. So. Natürlich mit Trockenfutter. Nee. So. Kommen die beiden Wassernäpfe zueinander? So. Und die beiden. Wieso kann man bei den Katzenfutternäpfen nichts machen? Nicht zum Klo, sondern. Schauen wir es mal hier zu den Hundesachen dazu. Ach, sieh mal einer an! Jetzt bin ich beeindruckt. Also, Hunde kriegen auch Trockenfutter, ja, weil Hunde keine Wüstentiere sind. Und die Katzen haben tatsächlich Feuchtfutter drin. Weil Katzen nahezu nicht trinken in der Natur, im ursprünglichen, das auch bei den Hauskatzen instinktiv drin ist. Die fressen das tatsächlich nicht. Dementsprechend, naja. Haben die halt, das Problem, wenn, gerade wenn es so, ach, wie erklärt man das am dämlichsten? Wenn Katzen zu viel Trockenfutter kriegen, zerschießt es denen die Niere, weil die Menge an Wasser können sie zwar mittrinken, aber das überlastet dann die Niere, weil sie dann zu viel trinken. Das ist ein bisschen... kann ich das nicht drehen? Oder kann ich das nur da reintun? Wie funktionieren diese Dinger? Ich verstehe es nicht so ganz. Das Hundegehege. Wieso? Ich verstehe es nicht. So ganz irgendwie. Ich bin überfordert. Und ja. Also viele Katzen kriegen das ganz gut kompensiert, aber die leiden halt deutlich häufiger unter Nierenproblemen. Dementsprechend ist das immer so eine Sache. Und wie funktioniert das jetzt? Kann ich das da einfach dran machen? Nö, ich kann das nicht drehen. Wieso kann ich das nicht drehen? Das ist doof. Nö, ich kann es nicht drehen. Es tut nicht. Okay. Ich bin überfordert mit diesem Bauding. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, kann ich das da reintun? Ich kann das nicht verbauen sonst. Ich kann das jetzt nicht tun, aber warum nicht? Vielleicht habe ich bei dem Hundegehege schon was falsch gemacht. Dann verkaufe ich das vielleicht nochmal. Guck nochmal. Hundestall. Einmal. So. Bauzelchen, du stehst im Weg. Komm da mal weg. Komm her. Das ist fein. Ich bin auch ein bisschen blöd. Weg damit. Kann ich das jetzt hier... Ah, okay. Tatsache, man muss das hier so hinpacken. Okay.
Okay, I see. Aber das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Das klickt genau so an, wie es nicht anklicken soll. Das ist ja blöd. Mal gucken. Das heißt, ich muss jetzt erstmal. Kann ich das wieder verkaufen? So. Shop. Hundegehegetür. Ich will aber ein Hundegehege haben. Ah, der verbindet hier automatisch. Okay. Und wenn ich jetzt die Tür hier verkaufe, dann ist das Gehege weg. Okay. Okay, dann muss ich erstmal hier das Ding noch verkaufen, dass ich hier das Ding wieder. Ach du meine Güte. Aber dafür hat man es angepasst. Okay. Okay. Er bastelt auch eine Ecke. Finde ich gut. So, und jetzt zwei Türen. Einmal machen wir mal hier eine hin und hier eine hin. So. Jetzt kann man hier nämlich aufmachen. Die Pipi-Matte kommt hier rein. Vielleicht einfach zu den Klos. Vielleicht gar keine schlechte Idee. So. Kommen einfach alle Klos zusammen hin. So. Kann man hier das jederzeit einfach sauber machen. Und zum Rein- und Rausgehen kann man hier einfach durchlaufen, ne? Auch mal hier kurze Strecke zur Pipi-Matte. Okay. Ist okay. Aber gerade feiere ich dieses Detail echt. Dass das automatische Ding tatsächlich Feuchtfutter drin hat. Das ist ein Detail, das machen relativ wenige, glaube ich. Das ist auch relativ wenigen bewusst, weil man hat es ja schon immer so gemacht. Und Katzen sind halt unfassbar robust. Das ist halt das Bittere. Die sind so unfassbar robust, dass du es teilweise halt einfach erst extrem spät merkst. Ja, McChange-Auge. Ne? Ja. Oh, wie der Schwanz wedelt. Tjo. Und du hilfst mir hier wieder, ne? Ja. So. Ja, bei Katzen kenne ich mich aus. Bei Hunden weiß ich es gar nicht, wie gut es im Detail ist. Ich hoffe einfach mal, dass das tatsächlich genauso gut ist. Oder zumindest im Ansatz. Zumindest so von den Spielsachen passt, scheint es ja zu passen. Die ganzen Bücher hier. Tschüss, 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 tschüss. Und damit hat sich House Flipper gerade noch einmal mehr. Zu einem meiner Lieblingsspiele auserkoren. Zum keine Ahnung, wievielten Mal. So. Hier draußen muss ich nichts machen. Okay. Wieder schließen. Es ist aber gerade ein bisschen duster, ne? Vielleicht kaufen wir mal zuerst Lampen. Aufgaben. Das ist ein Teppich. Sitzkissen. Lampe. Gelb. Creme. So. Für Karnickel wird es cremefarben. So. Wie viele brauche ich davon? Korkdeckel, 6 Stück. Oh, okay, dann kann ich das auch so machen. 2, 3, 4, 5, 6. So. Machen wir mal hier an. Und dann sortieren wir das vielleicht mal ein bisschen. Ist das mittig? Das ist mittig, okay. Das heißt, man kann es jetzt hier zu der äußeren Tür hin machen als Richtwert. So. Ich hoffe, es ist einigermaßen. Ich bin da ein bisschen perfektionistisch, aber nur ein ganz kleines bisschen. So. Oh, es geht sogar schon. So. Also ganz so extrem ist es dann doch nicht, aber extrem genug, dass ich es zumindest nicht versuchen würde. Soweit man das hier überhaupt sieht, bin ich auch ganz ehrlich, das ist teilweise hier echt schwer abzuschätzen. Aber es müsste ungefähr, müsste es passen. So, ungefähr reicht mir im Moment. Wollen Sie jetzt gerade auch nicht übertreiben. So, diesmal lassen wir das vielleicht ein bisschen langweiliger. Gesagt, ich weiß, bei Kaninchen weiß ich gerade gar nicht,
wie das bei denen mit Licht ausschaut. Ob die so... Wobei, das Ding hat ja auch Schatten, ne? Hat ja auch eine Schattenecke hier dann, wenn ich das so hinstelle. Ne? Jo. Bisschen Sonne, ein bisschen Schatten. Man kann sich ja auch da hinlegen. Meerschweinchengehege. Hui. Uiuiuiui. Das ist ja... Ist das größer als das vom Karnickel? Aber wobei, ein Kaninchen kannst du da auch relativ einfach rauslassen, ohne dass du dir Gedanken machen musst, weil du kannst schlecht drauftreten. Du siehst es halt besser. Im Gegensatz zu einem Meerschweinchen. So. Oh, sogar hier mit frischem Zeugsi. Wow. Kann ich das hier aufmachen? Nee. Das darf ich nicht aufmachen. Ich sag doch, auf die kannst du drauftreten. Auf Kaninchen darfst du reinlaufen, weil du nicht so raus drauftreten kannst. Läuft. Oh Gotti. Oh, ist das süß. Ja, du bist auch süß. Willst du was, Krauli? Ja, ich streichel dich ja zwischendurch. Oh, ja, bist du süß. Bist du süß. Ja, ich rede auch mit unseren Katzen so. Ich rede mit allen Tieren so. Weil Tiere sind tatsächlich... Schon wieder ein Random Fact. Ich bin heute in Random Fact-Laune. Tiere mögen relativ oft Frauen lieber. Schlicht und ergreifend, weil wir die höheren Stimmen haben. Und Katzen und Hunde in der Frequenz tatsächlich einfach besser hören. Ganz Banane. Also von dem her ist das nicht mal böse. Die, mit Babys würde ich nicht in Babystimme reden, aber mit jedem Tier gnadenlos. Mal machen wir mal vielleicht hier so hin. So. Was haben wir hier? Okay. Hm. Sitzkissen. Guck mal, da kannst du hier mit Sitzkissen... Das sind aber sehr kleine Sitzkissen hier. Kannst dich zu den Kaninchen dazusetzen. Hier mit schönem Teppich in der Mitte. Damit die Hasen auf jeden Fall was zum Mümmeln haben. Oh, deswegen. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum ich keinen Tisch brauche. Okay. Das ist größer als erwartet. Aber irgendwie cool. Sogar hier mit Temperaturanzeige. Boah, die haben sich ja richtig, richtig Mühe gegeben. Heilige Hamsterkäfig. Artgerechter Hamsterkäfig. Wo ist denn da vorne? Da ist vorne. Dass der auch ja was zum... Wow. Das da ist tatsächlich eine Größe für einen Hamsterkäfig, wenn der keinen Freilauf haben kann. Für so 2 bis 3 ist das hier... Ey, sogar mit... Verarsch mich. Hamsterräder sollten niemals so Speichen haben, weil die Viecher extrem schnell die Läufe da drin haben. Gilt übrigens auch für Ratten. Stimmt, hier ist kein einziges Gitter. Oh mein Gott, haben die sich Mühe gegeben. So richtig tiergerecht. So, was ist das da? Das ist jetzt ein Schildkröten. Na, wie groß ist das? Okay, es geht. Ich habe schon gerade gedacht, das wird noch größer. Nee, aber... Ey, sogar für Wasserschild, also so Mischschildkröten. Wow. Dass sie hier oben aus dem Wasser rauskommen können, sich hier schön an der Wärmelampe wärmen und dann wieder schwimmen. Wow. Oh Gott, haben die sich damit Mühe gegeben. Alleine, guck mal hier. Die haben sogar hier was. Oh, ich werde ein definitiv größeres Gebäude brauchen. Liebe Leute, sobald ich hier alles durch habe, werde ich mir das größtmögliche, schönste von diesen Gebäuden hier aussuchen. Und ich werde ein Tierparadies erschaffen. Ein riesiges Tierparadies. Oh mein Gott. Es bewegt, also das bewegt sich so. Oh mein Gott. Irgendwo habe ich noch was vergessen. Alle Aufgaben wurden erfüllt. Ja. Ja, ja, ja. Und ich bin noch voll im Bügit.
Das ist ein Adler. Heidiöt. Gut, das ist ein amerikanisches Spiel. Bei uns haben wir eher Falken denn Adler. Aber ich weiß gar nicht, wo Adler so leben. Aber scheinbar kreist der hier super gerne drüber. Sind das eigentlich alles Häuser, die wir... Ich glaube, das sind alles Häuser, die wir begehen können später. Uiuiuiuiui. Oh, oh, wie ich dieses Spiel liebe. Na, komm rein. Machen wir hier mal zu. Schließen. Und hast du fein gemacht. Guck mal hier. Jop. Ja, das mit dem Fangen und Werfen müssen wir vielleicht nochmal üben. Das klappt noch nicht so ideal. Hm. Oder kannst du hier hinsitzen und dann kann der Hase diesen armen Teppich möbeln. Weiß ich nicht. Ich habe eine Katze, die gerne Teppiche putzt. Also von dem her... Hm. Weiß nicht, was Hasen damit machen. Hä? Ja. Ich bin so unfassbar begeistert gerade von diesem Spiel. Oh. Ja, ich hoffe, ihm gefällt es. Bitteschön. Guck mal hier. Extra für die Katzen sogar getrennt das Futter und das Trinken. Der Hund steht da mittendrin. Oh, der Hund mit dem im Portfolio drin muppeln. Ah, sehr schön. So. Und bevor ich jetzt den nächsten Auftrag mache, werde ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Denn so langsam aber sicher schlafen mir doch bei der Position die Hände leider ein. Aber ich denke, ich habe genügend aufgenommen, dass ich zumindest für eine Woche das Ganze hochladen kann. Und die anderen Sachen... Ich habe noch arg was zu schneiden. Mal gucken, ob ich dazu komme. Oder ob ich da nochmal von vorne anfange. Das bin ich mir noch nicht 100% sicher. Dementsprechend, ja, mal schauen. Ich spiele jetzt erstmal House Flipper, weil ich davon unfassbar begeistert bin. Ich hoffe, ihr teilt meine Begeisterung. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folgen schaut. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bei einer weiteren Aufnahme oder bei einem anderen Let's Play wieder.